Täglich grüßt das Murmeltier und ich sag mal so, ja Moinsenmeister und was geht? Kryptogang. Freunde, ihr wolltet IOTA, ihr bekommt IOTA. Denn einige von euch haben ja so nebenbei mitbekommen, dass ich IOTA loswerden möchte und meinen Bestand abbaue bzw. abbauen werde. Heute erkläre ich euch warum. Und bevor ich das tue, wisst ihr was passiert? Es passiert nämlich das Intro. So, wollen wir erstmal zu positiven Dingen kommen? Ich sag mal ja, weil ja, tatsächlich, IOTA ist in der Grund-DNA eine supergeile Sache und macht auch supergeile Dinge. Jetzt haben die nämlich eine Partnerschaft mit der holländischen De Volkbank, also die holländische Version der Volksbank. Man vereinfacht durch Digitalisierung wieder mal, also macht man ja öfter mal bei IOTA, das Leben vieler Menschen. Ne? Schönes Kerngeschäft. IoT, das, wofür IOTA da ist. Also IOTA steht tatsächlich nicht für IoT, aber ihr wisst, was ich meine. IOTA hat sich auf die Fahne geschrieben, wir sind IoT, Automatisierung, Digitalisierung, KI, mega geiler Scheiß. Kurz zusammengefasst geht es um Folgendes. Alles, was Kunden bei dieser Bank oder eigentlich bei jeder Bank machen wollen, müssen die so ein ätzendes KYC-Verfahren durchführen. Ihr kennt das. Beispielsweise, wenn ihr euch auf Binance anmeldet, also wir nehmen den Vergleich jetzt mal als Kryptobörse. Du willst dich jetzt bei Binance anmelden oder hast das ja schon mal getan, gehe ich mal von aus. Und dann müsst ihr da dieses ganze Verifizierungsverfahren durchführen. Du hast dann am Telefon so eine Keule und die musst du dann Personalausweis hier und da und dann musst du das eingeben, deine ganzen Daten angeben und das ist manchmal echt, echt nervig. Gut, dann hat man das hinter sich und gut. So, was ist denn, wenn du dich jetzt gleichzeitig wahrscheinlich vielleicht im besten Fall am selben Tag auch noch bei Coinbase anmelden willst? Ja, ätzend. Dann musst du die ganze Geschichte direkt im Anschluss nochmal machen. Gar keinen Bock. So ist das nämlich auch bei Bankenfreunde. Wer bei der Bank einen Termin haben möchte, weil er ein Konto eröffnen möchte und gleichzeitig eine Versicherung abschließen will oder so, der muss beim selben Termin zweimal den gleichen bürokratischen Kackablauf mitmachen. Ätzend. IOTA hat eine Lösung. Freunde, ohne viel technisches Gebabbel, wisst ihr ja, da sind wir sowieso keine Freunde von. IOTA kommt und sagt, gar kein Problem, wir packen die Kundendaten auf IOTA. Der Kunde braucht für alles nur noch einmal einen QR-Code scannen und fertig. Klingt im Prinzip super, oder? Ja, ist es ja auch. Und der Kurs so? Freunde, passt auf. Bei IOTA gibt es seit einiger Zeit gewisse Umstände, die mich wirklich stören. Und die mich jetzt dazu veranlasst haben, die Entscheidung für mich getroffen zu haben, ab jetzt auf den richtigen Kurs zu warten. Und wenn der erreicht ist, dann werde ich mit einem großen Teil, übrigens, das haben viele falsch verstanden, nicht mit allem. Ich werde meinen IOTA-Bestand nicht komplett auflösen. Ich werde mit einem großen Teil aus IOTA rausgehen und das in QNT verlagern. Wo soll ich anfangen? Vielleicht beim Engagement und der Verlässlichkeit von der IOTA-Stiftung? Cordicide ist ja nur ein einziges Beispiel von sehr, sehr vielen, dass man es bei IOTA nicht so dermaßen ernst nimmt und nicht so viel Wert auf Zeitpläne legt. Oder damals die IOTA-Wallet, erinnert ihr euch? Immer wieder wurde das Ding verschoben und ja, wir wollen das jetzt noch verbessern und ja, und das wird alles ganz, ganz toll. Dann kam die Wallet massiv verspätet und hatte immer noch brutale Sicherheitslücken. Also, Leute, wenn wir nach IOTAs Roadmap gehen, hört mir auf, Freunde, ist eine blanke, aber wirklich eine blanke Enttäuschung. Die ist kahl rasiert mit Gillette. Dann noch, im Hause IOTA gibt es andauernd Beef. Andauernd. Die Gründer von IOTA sind alle miteinander verstritten. Die ganze Struktur, die ganze Chefetage bei IOTA fällt einfach komplett auseinander. Die zerbröckelt einfach. Sergej Ivan Cechlo hat IOTA 2019 wutentbrannt verlassen, war Mitbegründer. David Sonstebo wurde 2020 rausgeschmissen. Die haben den rausgeschmissen, weil eine fucking Meinungsverschiedenheit eskaliert sein soll. War übrigens auch ein Mitbegründer von IOTA. Dann haben wir jetzt noch in der Chefetage den Deutschen, Dominik Schiene, bei dem alle sehr, sehr skeptisch sind, weil ihm nachgesagt wird, total machtbesessen zu sein. Andauernd soll der Typ wohl Leute rausschmeißen und rauskatapultieren, weil die nicht einer Meinung sind oder weil vielleicht mal jemand seinen Unmut äußert. Und das Arbeitsklima ist absolut im Keller. Die sind da mehr mit Streit untereinander beschäftigt, als zu arbeiten. Nächster Grund, die Kurse von IOTA. Nix aus dem IoT-Bereich performt so behindert wie IOTA. Immer wieder News und hier neu und da machen sie jetzt bei einer EU-Kommission mit und alles schön und gut und der Kurs bleibt immer behindert. IOTA benimmt sich fast wie so ein Stablecoin-Blatt. Und im Gegensatz zu allem anderen auf dem Markt, also auf dem Level jetzt, wir reden jetzt nicht von Top 200 oder so, alles in der Top 50 performt einfach besser wie IOTA. Und IOTA ist einfach zu schwach im Gegensatz zu allen anderen. Das ist auch der Grund, warum man mal Top 20 war und jetzt fast
fast aus der Top 50 rausfliegt. 3-Monats-Chart 21% minus, 6-Monats-Chart 10% minus, Wochenchart 5% minus und im 1-Monats-Chart stehen 30% plus, ja, sehr, sehr geil. Aber alles andere hat an die 50% gemacht. Auch hier hängt IOTA wieder hinten dran. IOTA performt so schwach, weil der Markt offensichtlich nicht an die Zukunftsfähigkeit von IOTA glaubt. Nächster Grund, Freunde. IOTA hat ja als Stiftung den Status einer gemeinnützigen Einrichtung. Super. Bei den zuständigen Behörden diskutiert man aber darüber, ob man IOTA diesen Status entzieht, weil Vorwürfe wie Insiderhandel und Geldunterschlagung im Raum stehen. What the fuck? Nächster Punkt. IOTA ist keine ernstzunehmende Kryptowährung und das meine ich tatsächlich genauso, wie ich es sage, Freunde. Die Idee ist ja eigentlich, im Bereich IoT zum Standard zu werden. Das ist das Ziel, was IOTA sich gesetzt hat. Das ist die Maßgabe. Wir wollen der absolute Standard in Sachen Internet of Things sein oder werden. Netzwerke und Zahlungsmittel zur Verfügung stellen. Diesem Ziel, was man sich selbst gesetzt hat, ist man seit der fucking Gründung aber nicht um einen einzigen Schritt näher gekommen. Man kriegt mal hier und da von der EU ein paar Fördergelder, man darf mal hier und da so ein bisschen an so ein paar kleinen Projekten da mitmachen und alles schön und alles super. Und IOTA wird gebraucht, hat man so das Gefühl. Aber wer sich mal wirklich mit der Materie befasst, wer sich mal wirklich damit befasst, was tut IOTA in der Praxis überhaupt, ja, der wird bemerken, bei allem, wozu IOTA eingeladen wird und woran IOTA mitarbeiten darf, dreht es sich darum, dass IOTA kleine technologische Lösungen bereitstellt. Wie jetzt bei der Bank. Geschichte da in Holland, bei dieser Defaultbank. Noch nie in der Geschichte von IOTA drehte es sich aber darum, IOTA tatsächlich als Digitalwährung zu verwenden. IOTA ist faktisch gesehen, das meine ich ernst, mehr ein Dienstleister als eine Kryptowährung. Die Technologie von IOTA ist sehr beliebt, das sagt ja keiner. Die ist in aller Munde, die sind total begehrt. Die liefern technologisch sehr, sehr geil umsetzbare Lösungen. Klar, das zweifelt keiner an. Keiner will aber wirklich IOTA, also die Kryptowährung IOTA, das Asset IOTA. Da hat keiner Interesse dran. Warum? Ja, weil man es einfach nicht braucht. Man benötigt es nicht. Das sind Punkte, Freunde, die ich mir über die Jahre lang, mehr als zu Genüge angeguckt habe. Und wo ich für mich selber sage, Ich bin einfach knallhart zu hoch investiert in IOTA. Ich bin einfach zu hoch in dieses Karussell und Wechselbad der Gefühle investiert. Das wird nichts mehr. IOTA ist ein brutal guter und begehrter und renommierter Dienstleister. Ich sag das nochmal so ganz klar, es ist ein Dienstleister, wenn es darum geht, technologische Lösungen im Bereich IoT. Da sind die ja angesiedelt. Das sagt ja auch keiner, dass es nicht so ist. Die bieten da technologische Lösungsansätze, dürfen mal hier und da mitarbeiten, haben hier und da ihre technologischen Referenzen und Nachweise, dass die halt wirklich gut sind in dem, was sie tun. Aber IOTA ist keine gute Kryptowährung. Punkt. Das ist mein Fazit. Und das war mir alles auch schon vorher bewusst. Nur, ich habe mir das jetzt, ihr müsst euch vorstellen, ich habe mir das jetzt jahrelang angeguckt. In der Hoffnung hier gesessen, dass da Besserung eintritt und dass IOTA sich irgendwo aus seinem Kokon befreit und wirklich zu einer ernstzunehmenden Kryptowährung wird. Nur es passiert nicht. IOTA ist eine Firma. IOTA ist, du könntest genauso gut zum Digitalisierungsdienstleister, der dir digitalisierte Lösungen anbietet, in deiner Stadt gehen. Der macht das wahrscheinlich nicht auf so einem technologisch hochanspruchsvollen Level, wie es ein Unternehmen wie IOTA tut. Aber der ist genauso ein Dienstleister. Eine Prosti ist auch eine Dienstleisterin und IOTA ist auch ein Dienstleister. IOTA hat sehr, sehr wenig irgendwie. Also wenn wir jetzt mal, gut, man kann Tangle jetzt nicht einfach weglassen, aber es also Use Case ist, IOTA ist ein Dienstleister und bietet technologische Lösungen. Ich hoffe, ihr versteht meinen Hustle. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Und das ist so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin ein Ticken oder nicht nur ein Ticken, ich bin viel zu hoch in IOTA investiert. Denn ich habe mal, was diese Kryptowährungssache betrifft, sehr, 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 sehr hohes Potenzial in IOTA gesehen und sehr, sehr darauf vertraut. Mittlerweile sehe ich genauso hohes oder vielleicht sogar noch höheres Potenzial in IOTA, aber eben nicht als Kryptowährung, sondern als technologische Lösungsorientierung. That's it. Ich sehe einfach keinen massiven Wachstum in IOTA als Kryptowährung. Wenn du das mal gegenüber von allem anderen stellst. VeChain? Ja, absolut. VeChain auch IoT. Aber bei VeChain sehe ich brutales Wachstum als Kryptowährung. Bei IOTA eben einfach nicht. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, Freunde,
dass ich auf einen vernünftigen Kurs warte. Und das stellt sich schon schwieriger dar, als man denkt. IOTA erreicht diese zufriedenen Stellenkurse einfach nicht. Ich bin auch nicht der Einzige mit diesem Hustle. Wir haben auch Jungs in der Telegram-Gruppe, die genauso mit mir auf diesem Film sind. Die warten auch nur darauf, dass IOTA jetzt einen vernünftigen Kursanstieg hinlegt, dass wir bei einem zufriedenstellenden Kurs verlagern können. Ich will ja IOTA gar nicht komplett abstoßen. Ich behalte IOTA. IOTA bleibt in meinem Portfolio, aber nicht auf Position Nummer 5. IOTA ist beim... Nein, das stimmt nicht. IOTA ist bei mir Position Nummer 6. Auf 5 habe ich VeChain. IOTA ist das 6. größte Invest bei mir im Portfolio. Das geht einfach nicht. Noch vor Quant. Und ihr wisst, Quant, Leute, Quant, also ich bitte euch jetzt, also wir brauchen jetzt hier keinen Krieg anfangen. IOTA, Quant, die Frage sollte ganz klar beantwortet sein. Natürlich Quant. Das heißt, ich werde, also das ist mein Plan, ich werde 50% meines Invests aus IOTA abziehen und in QNT verlagern. Und damit, also davon bin ich überzeugt. Wir sprechen uns in 2-3 Jahren nochmal. Ich bin davon nackend in die Hand überzeugt. Das wird sich rentieren. Das werde ich nicht bereuen. Ich werde 50% meines IOTAs abstoßen und in QNT investieren und damit fahre ich besser, definitiv. Weil ich habe mir das jetzt lang genug angeguckt. IOTA ist immer noch ein solid, legit Produkt. Aber Freunde, ihr müsst das auch mal so sehen. Das hat seine Gründe, warum eine Kryptowährung in seinem normalen Verlauf eigentlich Ränge gut macht. Und IOTA aus der Top 20 mittlerweile auf Rang 46 katapultiert wurde und bald auch die Top 50 verlassen wird. Das garantiere ich euch. Ihr wisst, ich liebe IOTA eigentlich. Wir haben bis jetzt nur gute Videos über IOTA gemacht. Nur ihr wolltet unbedingt wissen, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich hoffe, ich habe euch das irgendwo halbwegs verständlich zu verstehen gegeben, warum ich so eine Entscheidung treffe. Und ja, das ist halt meine Meinung, das ist halt meine Marktbeobachtung und ich hatte bis jetzt eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl, was Marktbeobachtung angeht. Und ja, ich bin damit über die Jahre eigentlich immer gut gefahren und jetzt werde ich bei IOTA, ich möchte es eigentlich nicht Notbremse nennen, aber ich werde jetzt den Fallschirm ziehen, ja, doch, so sage ich es einfach mal jetzt knallhart. Und damit fordere ich jetzt niemanden von euch auf, das auch zu tun. Also ich fordere euch absolut auf, do your research. Also befasst euch immer selber mit so einer Frage. Weil wenn ihr Geld in IOTA investiert habt, werdet ihr auch Gründe gehabt haben, da rein zu investieren. Wenn mir jetzt einer erzählt, ja, ich habe aber nur da rein investiert, weil YouTuber XY gesagt hat, das ist gut. Ha, Bruder, bitte geh raus aus Krypto, du wirst dir wehtun, Alter. Ganz, ganz böse wirst du dir wehtun. Jeder, der in irgendwas investiert, sollte seine Due Diligence betreiben, seine Research betreiben und dann... Also mit gesundem Verstand eine Kaufentscheidung, die auf Logik basiert treffen und nicht, weil irgendeiner gesagt hat, ja, könnte ganz nice sein. Das grenzt irgendwo an, sag mal, geht's noch? So, daran grenzt das. Ihr wisst schon, was ich meine. Freunde, also ich bin gespannt, was ihr in den Kommentaren dazu sagt, ob ihr diese Entscheidung nachvollziehen könnt oder ob ihr sagt, nee Mann, du machst da einen großen Fehler, 50% von deinem IOTA-Bestand in QNT zu verschieben. Ich sag euch jetzt schon mal im Voraus, ich bin davon überzeugt, das wird auf Zukunft gesehen absolut kein Fehler sein und ich werde das definitiv genau so durchziehen und machen. Und ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns morgen zu einem neuen Video, damit das hier nicht wieder zu lang wird. Ihr wisst jetzt Bescheid, warum ich IOTA zum Teil abstoßen werde und was ich davon halte. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Freunde, an alle, die neu da sind, natürlich lasst unten ein Abo da. Da ist ja der Abonnement-Button, der ist ja dafür da, um gedrückt zu werden. Dementsprechend macht das ja Sinn, wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, den Abonnement-Button zu drücken. Daumen nach oben für den Algo, Daumen nach unten für den Algo, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Kommentare in der Kommentarsektion, Algo links, rechts, den machen wir kaputt, bis der uns die 10.000 genehmigt auf Gönjamin-Modus. Und dann gehen noch Grüße raus an meinen Kooperationspartner Blaze Blue Records. Verlinkung ist in der Videobeschreibung. Checkt sein Spotify und Freunde. Die Sache ist doch jedes Mal wie ein Spiegel. Das wisst ihr auch. Man sieht sich.